So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode eines Pokémon Alpha Saphir Let's Play Parts mit mir, dem Regi. Und in der heutigen Episode fangen wir an mit der Afterstory. Mal schauen, was uns so erwarten wird. Und zu meinem Erstaunen muss ich feststellen, dass sobald ich das Spiel betrete, direkt eine kleine Cutscene startet. Und ich musste sofort den Soft Reset betätigen, damit ich mich selbst und euch nicht unnötig spoilere. Oder dass ich da irgendeine Szene vorwegnehme. Und ich würde sagen, ohne groß drumherum zu reden, legen wir los mit der Afterstory von Pokémon Alpha Saphir und Omega Rubin. Genau, das ist die Katze, die ich meinte. Eines Nachts. Jetzt bin ich mal gespannt, was ja passiert. Ich meine, wir haben ja schon so einen kleinen Spoiler erhalten. Raumfahrtzentrum von Moswa City. Sternwarte. Okay, was geht ab? Was gibt es? Hier in dem Raumfahrtzentrum. Okay, ein Alarm, der ausschlägt. Professor Cosmo, der schlimmstmögliche Fall ist eingetreten. Was denn passiert? Die Flugbahn des Meteors. Schauen Sie nur. Sie hat plötzlich geändert und so steuert der Meteor nun direkt auf unseren Planeten zu. Was sagen Sie da? Überprüfen Sie umgehend die Daten. Los, neue Berechnung der Flugbahn und zwar sofort. Zielobjekt im Visier. Neue Berechnung der Meteorflugbahn läuft. Voraussichtlicher Ort des Aufpralls ist ein Eiland nahe Route 131, südwestlich von Xeneroville. Unfassbar. Als ob er lebendig wäre. Was sollen wir nur tun, Professor? Was sollen wir tun? Jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Reißen Sie sich zusammen, verstanden? Ja, aber... In Ordnung, ja, verstanden. Offenbar haben wir keine andere Wahl. Okay, ein Meteor, der die Welt bedroht. Eieiei. Was ist das denn? Diese Uniform brauche ich jetzt nicht mehr. Okay, wer ist das? Hopp! Po, so wird's gleich viel besser. Dieser Fetzen hat ein bisschen gemüffelt. Außerdem schützt man darin so schnell. Floma! Ach, Avelina. Bist du froh, dass ich wieder wie ich selbst aussehe? Du bist ja so niedlich. Ich könnte dich den ganzen Tag lang knuddeln. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Nur noch ein paar Wochen vielleicht. Nein, nur noch wenige Tage. Da dieses Kind die Wiedererweckung eines der beiden urzeitlichen Pokémon aufgehalten hat, ist die Sache etwas komplizierter geworden. Na, wie auch immer. Ich habe mir bereits einen Plan zurechtgelegt. Dafür bräuchte ich aber zuerst ein paar Schlüsselsteine von Trainern mit dem gewissen Etwas. Flolom! Ich werde dich auf jeden Fall beschützen, Avelina. Okay. Pokémon Alpha Saphir Delta Episode. Ja, damit haben wir jetzt auch schon den Titel gehört, Leute. Das ist jetzt nämlich die Delta Episode. Und wenn es Omega Rubin gibt, Alpha Saphir, dann darf natürlich auch Delta Smaragd nicht fehlen. Mehr oder weniger. Und wir wissen alle, was Smaragd verkörpert oder welches Pokémon Smaragd verkörpert. Richtig. Aber ja, ich möchte euch nicht mehr allzu viel vorwegnehmen. So, wir legen jetzt erstmal los mit der Afterstory. Hey, wenn das nicht Regi ist. Lange nicht gesehen. Du siehst irgendwie stärker aus. Das ist zumindest mein Eindruck. Aber dein alter Herr hat auch fleißig trainiert. Oh, bevor ich es vergesse. Das hier wollte ich dir noch geben. Wir halten ein Zweier-Ticket. Okay, das ist wohl das Ticket, was sie im Abspann von der letzten Episode erwähnt haben. Das ist eine Eintrittskarte für die Astronomie-Show im Raumfahrtzentrum von Moswa City. Eigentlich wollte ich da mit deiner Mutter hin. Aber ich muss leider schon wieder zurück zur Arena in Blütenburg City. Ach ja, das ist übrigens ein Zweier-Ticket. Wieso lädst du nicht Maike von nebenan ein? So, jetzt muss ich aber echt los. Bis später, Regi. Danke, dass du dich in meiner Abwesenheit hier um alles kümmerst. Ist schon gut. Pass auf dich auf. Ja, immer diese Arbeit, die ruft. Das ist mal wieder typisch Vati. Da kommt er ja seit Ewigkeiten das erste Mal nach Hause und spricht nur über Pokémon. Warum kann er nicht einfach mal ausruhen und vielleicht mal eine Weile hierbleiben? Naja, er ist Arenaleiter, hat einen Job zu erledigen. Davon lebt ihr wahrscheinlich. Es folgen Neuigkeiten zur Astronomie-Show, die morgen endlich ihre Premiere feiert. Oh, gerade haben die noch davon gesprochen. Hey, Regi, schau mal. Astronomie-Show, worum geht's denn da? In Kürze wird es am Nachthimmel von Höhen im Sternbild Leufio einen Meteorshower zu sehen geben. Im Raumfahrtzentrum von Moswa City, wo die Astronomie-Show veranstaltet wird, wurde eigens eine Aussichtsplattform bereitgestellt, von der aus man den schönsten Ausblick auf die Sternstuppen haben kann. Das Zentrum freut sich auf viele Besucher. Oh, das klingt toll, oder? Ein Meteorshow im Sternbild Leufio. Das erinnert mich an den Meteorshow, den ich vor 11 Jahren mit Vati gesehen habe.
Los, geh schnell rüber und lad das Nachbarkind ein, mit dem du dich angefreundet hast. Es wäre eine Verschwendung, das Zweier-Ticket von Vati einfach so verfallen zu lassen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt Maike einladen im Nachbarshaus. Also das nehme ich da mal heraus und... Ach, da ist das Mädel von eben. Och, was für ein Zufall. Ich habe gerade an dich gedacht. Schön, dich kennenzulernen. Das ist unser richtiges Treffen, oder? Unser erstes richtiges Treffen, oder? Ja, ich glaube schon. Ich bin Amalia und du bist... Regi. Wie du siehst, bin ich voll im Bilde. Du bist der neue Champ der Pokémon-Liga. Alle Leute schwärmen von deiner engen Freundschaft zu deinen Pokémon und du beherrschst die Mega-Entwicklung. Hab ich noch was vergessen? Blum? Ja, ich weiß schon. Du willst schnell weiter, stimmt's? Aber Wurzelheim ist wirklich ein schönes Fleckchen Erde. Und die Leute, die hier wohnen, sind alle wirklich reizend. Deine Nachbarin zum Beispiel. Oh, ich muss dich entschuldigen. Ich habe wieder viel zu viel geredet. Zum Kennenlernen sollte das erstmal reichen. Also dann, bis demnächst. Ciao. Ciao, Amalia. Ich habe keine Ahnung, blassen Schimmer, was du jetzt eigentlich gemacht hast, aber ich verabschiede mich mal ganz freundlich. So, und wir laden mal fix Maike wieder ein. Aua! Maike, ist alles in Ordnung? Was hat dieses Biest dir angetan? Sag schon, Kind. Keine Sorge, Mama, mir geht's gut. Sie hat mich nur angerempelt, sonst nichts. Au! Regi! Regi, es geht dir gut. Da bin ich echt erleichtert. Ich weiß auch nicht genau, was passiert ist. Es ging alles so schnell. Auf einmal kam durch das Fenster im ersten Stock eine fremde Frau. Und dann hat sie mir mit Gewalt meinen Schlüsselstein entrissen. Meine Pokémon und ich haben uns zwar versucht zu wehren, aber sie war unglaublich stark. Wir hatten nicht die geringste Chance. Sie hat irgendwas von sich hingemurmelt. Ich glaube, es war nächster Halt Blütenburg City. Sei bitte vorsichtig, Regi. Nächster Halt Blütenburg City. Dann nehmen wir das einfach mal beim Wort und fliegen doch einfach mal nach Blütenburg City. Ich meine, sondern die viele falsch werden wir damit wohl nicht machen. Blütenburg City, da wären wir. Aber was genau machen wir dann in Blütenburg City? Ich weiß nicht so genau. Wir werden da schon irgendwas finden. Oder wird wahrscheinlich irgendwas encountert, sobald wir hier irgendwas in der Nähe betreten. So, Arena wahrscheinlich nicht. Ach, da steht ja schon jemand. Ach, das ist doch Wolfgang. Ich habe die Nase gestrichen voll von dir. Hör mit den Faxen auf und lass endlich deinen Schlüsselstein rüberwachsen. Wie oft denn noch? Ich habe keinen Schlüsselstein. Lüg mir nicht ins Gesicht, Kleiner. Ich weiß doch genau, dass du die Mega-Einwilligung einsetzen kannst. Hörst du mir überhaupt zu? Es ist nicht leicht, mit wütend zu machen, aber du bist wirklich auf dem besten Weg. Oh, hey, Regi. Was geht ab, Wolfgang? Was zum? Du bist doch... Besseres Timing gibt's gar nicht. Dann schnappe ich mir eben erstmal deinen Schlüsselstein. Okay, dann komm ran, Wolfgang. Ich weiß nicht, ob du stärker geworden bist vom Level her, aber dein komisches Zuhause oder das werden wir natürlich mit Vorliebe zerfetzen, wenn ich ehrlich bin. Und welchen Level ist denn dein Tohaido? 53? Okay, das ist ja schon ein sehr hohes Level an sich. Bei einem Pokémon-Trainer wie dich. Aber wie gesagt, ist ein Tohaido und Tohaido kriegen wir easy going ausgenockt mit unserem Elektroball. Und das heißt, du wurdest jetzt leider mit Leichtigkeit besiegt. Was geht ab? Uah, ja, da hätten wir dich wohl mit Leichtigkeit besiegt, du alte, dicke Kante. So ein Mist! Immer musst du uns dazwischen funken. Wenn das so ist, gehe ich eben zu den Meteorfällen. Die Meteorfälle, okay. Danke, Regi. Der komische Mann kam völlig unverhofft auf mich zu und hat mich aufgefordert, ihm einen Schlüsselstein zu geben. Aber ich muss gestehen, dass ich meinen Schlüsselstein verloren habe. Ich dachte, ich hätte ihn zu Hause liegen lassen, aber als ich zurückkam, war er weg. Was in aller Welt ist hier bloß los? Ich muss erstmal dafür sorgen, dass meinen Eltern nichts passiert, wenn noch jemand wie dieser Mann hierher kommt. Bitte pass gut auf dich auf, Regi. Okay. Eingehender Anruf über die Ruffunktion auf deinem Pokémultinavi. Hallo? Regi? Ich bin es, Troy. Geht es dir gut? Hehe, da schauen Sie was. Alle Multinavis wurden mit dieser Kommunikationsfunktion bestückt, die sich derzeit noch im Entwicklungsstadium befindet. Ich habe mir gedacht, dass sie im Notfall ganz hilfreich sein könnte. Und leider gibt es auch schon einen Notfall. Ich weiß, dass du kommst. Das kommt alles recht plötzlich, aber würdest du bitte schnellstmöglich zur Devon Corporation in Metaro City kommen? Es gibt da etwas, das du dir unbedingt anhören musst. Also, beeil dich. Ich warte hier auf dich. Gut. Okay. Wenn das so ist, mein lieber Freund, Troy, dann werden wir uns natürlich umgehend nach Metaro City begeben. So, Metaro City, da wären wir ja. Nächster Halt, Metaro City. Denn anscheinend gibt es hier wohl wirklich einen drastischen Notfall. Und wie wir mitbekommen haben, ist jetzt hier die Amalia hinter dem Schlüsselstein her. Wolfgang ist auch hinter dem Schlüsselstein her. Und wir wissen nicht, warum. Wieso, weshalb, warum. Genau, wir wissen es einfach nicht.
Und da steht der Troy auch schon. Regi, es tut mir leid, dass ich so plötzlich herbestellt habe. Ich bin bekannt dafür, dass mich meine Intuition selten im Stich lässt. Aber ich habe mir sicher nicht vorgestellt, dass wir uns so bald wieder begegnen würden. Zudem muss ich dir leider mitteilen, dass der Anlass für unser Wiedersehen kein glücklicher ist. Nun, wir sollten das nicht hier draußen bereden. Gehen wir hinein. Bitte nach dir. Okay, jetzt frage ich mich nur, was das für ein wichtiges Thema ist, von dem Troy da gesprochen hat. Das muss ja was sehr Wichtiges sein, wenn uns der ehemalige Champ der Pokémon-Liga anruft. Vater, Regi ist hier. Oh, willkommen zurück. Lange nicht gesehen. Oder warst du in letzter Zeit mal hier? In letzter Zeit werde ich immer vergesslicher. Das bringt wohl das Alter mit sich. Vater. Ach du alte Spaßbremse. Ich weiß. Du willst, dass ich endlich zum Punkt komme, stimmt's? Du bist doch schon der Champ der Pokémon-Liga. Wozu also die Eile? Von mir hat der Junge diese nervöse Ader sicherlich nicht. Was? Regi ist jetzt nicht der neue Champ der Pokémon-Liga? Na, das erklärt so einiges. Dann hast du wirklich allen Grund, nervös zu sein. Vater, ich muss doch schwer bitten. Ja, ist ja schon gut. Der Junge versteht einfach keinen Spaß. Na schön, Regi. Ich muss jetzt leider einen ernsteren Ton anschlagen. Mach's dir bitte etwas bequem. Meine Ausführungen könnten eine Weile dauern. Also, bist du bereit? Kann ich loslegen? Ja, bitte. Gut, dann will ich mal anfangen. Meine Geschichte beginnt vor langer, langer Zeit. Vor 3000 Jahren, um genau zu sein. 3000 Jahre. Erinnert mich irgendwie an Pokémon X und Y. Damals wütete in einer weit entfernten Region ein schrecklicher Krieg. Ach, ich wusste es doch. Nur durch die von einem einzelnen Mann erfundene Waffe konnte dem Konflikt schließlich ein Ende gesetzt werden. Jedoch kannst du dir nicht vorstellen, was seine Erfindung damals als Energiequelle diente. Es ist einfach zu grausam. Die Waffe wurde nämlich mit der Lebensenergie unschuldiger Pokémon betrieben. Eine Energie, für die unzählige Pokémon geopfert wurden. Die meisten Menschen würden das genau wie du als äußerst verwerflich beurteilen. Doch mein Großvater, mein Vorgänger als Präsident von Devon, dachte Folgendes. Warum nutzen wir diese Energie nicht dafür, das Leben der Menschen und der Pokémon zu verbessern? Daraufhin entwickelte er den ganzen Stolz der Devon Corporation, die Endlos-Energie. Dank der Endlos-Energie stieg Devon zum bedeutendsten Unternehmen in Höhen auf und entwickelte sich zu den heutigen Großkonzernen. Übrigens, in den Devon-Waren, die du für uns wieder erlangt hast, befand sich ein U-Boot-Motor, der mit Hilfe der Endlos-Energie betrieben wurde. Für den weiteren Fortschritt der Menschheit haben wir unsere Aktivitäten auf die Weltraumforschung ausgeweitet. Die mit Endlos-Energie betriebenen Raketen, die vom Raumfahrtzentrum von Mos Espa City starteten. Sie sind das Resultat eines großen Traumes, die Verbindung von Leidenschaft mit Technologie. Nie kam uns in den Sinn, dass sie die einzige Hoffnung auf die Rettung der Welt sein könnten. Die Einleitung ist etwas lang geworden, aber nun komme ich zum wichtigsten Teil. Der unvorstellbaren Bedrohung, der wir uns ausgesetzt sehen. Ein gigantischer Meteor mit einem Durchmesser von mehr als 10 Kilometern rast auf unseren Planeten zu. Das Raumfahrtzentrum von Mos Espa City hat diese Gefahr als erstes erkannt. Gemeinsam mit den Forschern haben wir einen Plan ausgearbeitet, der den Einsatz der Raketen vorsieht. Aber für die Durchführung benötigen wir unbedingt ein Meteoritenstück. Ich verstehe. Und jetzt möchtest du, dass wir dir dieses Meteoritenstück für dich beschaffen, nicht wahr? Exakt. Ich sehe, du bist nicht auf den Kopf gefallen. Du bist eben doch mein Sohn. Nur weil ich deine Gedanken gegen folgen kann, musst du mich nicht extra loben. Ja. Ich möchte, dass du dich zur Granithöhle aufmachst. Laut unseren Messungen müsste sich dort ein Meteoritenstück befinden. Troy, geh du bitte schon mal zum Raumfahrtzentrum. Mach das Linkkabel, das ich vorhin gegeben habe, bereit für den Einsatz. Linkkabel. Der Insider hier. Das Linkkabel. Es wird also ein Warp-System. Verstanden. Die Granithöhle sind uns damals auf der Ebene mit den jahrtausendalten Wandmalereien zum ersten Mal begegnet. Ich erinnere mich, dass dort viele Meteoritenstücke herumlagen. Nun gut, Regi. Ich spreche zum Raumfahrtzentrum von Mos Espa City auf. Wenn es etwas gibt, melde ich mich unverzüglich bei dir. Mach dich schon mal bereits auf eine einseitige Mitteilung meinerseits gefasst. Genau wie letztes Mal. Mach's gut. Troy, bitte pass gut auf dich auf, Junge. Na, Coolio der Troy. Smartes Lächeln und einfach nicken. Also dann, ich hoffe, ich kann auf deine Unterstützung zählen. Wenn ich dir nochmal erklären soll, wo du hin musst und was deine Aufgabe dort ist, dann sprich mich einfach an. Ganz ehrlich, nein, danke. Ich lehne dankend ab, Petrum, aber ihre komische Erklärung muss ich mir jetzt nicht ein weiteres Mal geben. So, also was haben wir jetzt aus diesen Informationen filtern können, wo wir als nächstes hin müssen? Zur Granithöhle
Und dann auch noch zu dieser Ebene mit den jahrtausendalten Wandmalereien, wo wir Troy das erste Mal getroffen haben. Und da müssen wir dann exakt hin. Ansonsten, ja. Die Waffe vor drei... Endlos-Energie, ja. Oder Endlos-Motoren. Oder Endlos-Energie halt, ja, wirklich. Aber das wäre ja auch etwas für unser echtes Leben, oder? Endlos-Energien, ja. Dass wir nie wieder irgendwie Strompreise zahlen müssen. Dass wir kein Benzin mehr zahlen müssen, weil jetzt in allen Autos, solche Endlosmotoren drin sind, die mit Energie laufen. Das ist doch schon echt cool. Ja, ja. Dass wir den Geldbeutel schonen. Die Natur. Das wäre doch was. Aber leider leben wir nicht in der Welt der Pokémon. So, Moment. Topschutz. Ich wollte wieder ein bisschen Topschutz trainen. 25 Stück. Ja, das sollte ja fürs Erste eigentlich ganz gut ausreichen. So. Zack, boom. Wo sind wir denn jetzt hier? Ach, und da ist sie wieder. Die Amalia, ne? So hieß sie ja. Was geht ab, Amalia? Ja, Kyogre, ne? In seiner Protomorphosenform. Interessant. Es ist verblüffend, wie sehr diese Wandmalereien der an jedem ehrwürdigen Ort ähnelt. Der größte Unterschied besteht wohl darin, dass diese hier die Protomorphose darstellt, während jene andere die Mega-Entwicklung zeigt. Wenn man sich vorstellt, dass hier erst einstmals unsere Ahnen gelebt haben. Die Prophezeiung spricht von einem gewaltigen Unheil, das von jenseits des Himmelgewölbes, womöglich aus dem Weltall, auf unseren Planeten hereinbrechen soll. Doch meine Vorfahren kannten einen Weg, um diesen aussichtslose Lage Herr zu werden und überlieferten ihn von Generation zu Generation bis Floma! Was hast du denn, Avelina? Huch! Ja, wir sind wieder da. Wir laufen uns aber oft über den Weg, findest du nicht, Regi? Interessierst du dich etwa auch für die Wandmalerei? Oder suchst du nach einem Meteoritenstück wie diesem? Diese Steinchen, die in einem legendären Pokémon, das hoch oben im Himmel lebt, als Energiequelle, weißt du? Du bist wirklich ein faszinierender junger Mann. Ich kann mich einfach nicht mehr gedulden. Ich muss gegen dich kämpfen. Aber bevor ich dich auf den falschen Fuß erwische, bist du überhaupt bereit für einen Kampf? Na sicher. Ich habe nichts anderes erwartet von dir. Also gut, dann zeige ich dir mal so... Dann zeig mir mal so, was du und dein Pokémon-Team so drauf habt. Okay, komm ran, Amalia. Wir werden dir zeigen... Sie hat auch einen Megastein. Seriously? Und was waren denn das für Mongo-Bewegungen am Anfang des Kampfes? Alter Schwede. Sie hat einen Monagoras. Okay. Level 55. Ja, das Beste, was ich jetzt hier in der Situation machen kann, ist, denke ich mal, Voltwechsel. Weil mit anderen Moves werde ich dieses Monagoras nicht wirklich hart treffen können. Und dann wechseln wir doch mal zu... das ist gefährlich. Wechsel mal auf Green. Green kann sowohl die Gesteinsattacken von diesem Monagoras als auch Erdbeben am besten abfangen. Wusste ich doch. Und dieses Monagoras geht auch gleich für den Erdbeben. Ha! Hab ich dich ertappt, Monagoras. So, wir nutzen die Gelegenheit und megern uns in unsere Mega-Gewaltreform. Und greifen dann daraufhin dieses Monagoras mit Pflanzensäulen an. Pflanzensäulen. Jetzt wir wollen. So, es müsste, denke ich, auch ausreichen gegen dieses Monagoras. Bin mir da aber nicht sicher. Oder? Ja doch, nein, es reicht ganz knapp nicht aus. Stattdessen kassieren wir jetzt diese unsanfte Steinkante. Das ist nicht schön. So, aber die nächste Drachenklaue knockt dann aber auch Monagoras 100%ig sicher aus. Schade, ich hätte jetzt gedacht, dass wir dieses Monagoras mit einem Pflanzensäulenangriff aus der Situation ausdrücken können. Naja, Wayne. Altaria. Gegen Altaria haben wir jetzt seit neuestem Jello. Jello kann ja hier Eisbeam feuern. Eisbeam, Eisbeam, Eisbeam. Ja, Jello weiß Bescheid. So, und dann hauen wir doch mal einen Eisstrahl raus auf dieses Altaria. Und das müsste, denke ich, auch mal ausreichen. Ich meine, wir haben auch noch den Expertengurt drauf. Jawohl, Expertengurt OP. Better nerf it. So, das ist noch was. Guter Lander. Oh, da können wir jetzt auch wieder drin bleiben. Jetzt bin ich aber auch mal echt gespannt, ob ich schneller bin. Halt, stopp, Moment mal. Sie hat ja einen Megastein. Das ist vielleicht dann ihr Mega-Pokémon? Weil es ist ja auch ihr Signature-Pokémon. Ist auf Level 57. Nee, keine Mega-Entwicklung zu meinem Erstaunen. Okay. Finde ich jetzt ein bisschen strange. Aber gut, Amalia, das musst du selber wissen. Ja, safe K.O. Jello war sogar schneller als dieses Brutalander, was mich gerade sehr, sehr erstaunt hat. Aber man sieht jetzt schon hier 4 Spezialverteidigungen. Wow, alter Pimpam. Das ist richtig gut. So, Wolfie und Level 55. Ja, so muss das auch sein, Wolfie, ne? Braves Hündchen. Und das war's für dich, Amalia.
Ja, das ist gut. Genau das, was ich erwartet hatte. Was hat sie denn erwartet? Dass ich dir so übelst auf die Fresse gebe? Klasse, absolute Spitzenklasse. Das war fantastisch, Rigi. Hier nimm dies Meteoritenstück als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Und dann erhalten wir jetzt ein Meteoritenstück. Yay! Was war das denn? Dieser funkelnde Meteorit, den du bei dir trägst, wirkt irgendwie sehr wichtig auf mich. Solltest du auf ebenso gut aufpassen wie auf das Meteoritenstück, das ich dir gerade gegeben habe. Zwei Fragen habe ich noch zum Schluss an dich. Wie stark bestimmen deine Wünsche dein Handeln? Und wie viel von deinen Wirklichkeiten musst du kennen? Und wie viel von der Wirklichkeit musst du kennen, bevor du guten Wissens in Aktion treten kannst? Flummer! Ist ja schon gut, ich habe dich nicht vergessen. Du bist ganz schön verwirrt, meine kleine Avelina. Wo sollen wir denn als nächstes hingehen, mein Liebling? Diese Amalia ist eine echt komische Person. So, Treuruf hier an. Hey, kannst du das Meteoritenstück auftreiben? Wenn ja, würde ich dich bitten, es schnellstmöglich zum Raumfahrtzentrum von Moswar City zu bringen. Langsam aber sicher läuft uns nämlich die Zeit davon. Also, du weißt, wie du mich findest. Tut. Okay. Also diese Delta-Episode, die reizt mich ja gerade echt ein bisschen, ne? Egal, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Episode. Wir machen in der nächsten Episode natürlich weiter mit der Delta-Episode. Bis jetzt war die Delta-Episode ja echt krass. Also, ich fand sie schon krass. Ich meine, Amalia, die Drachentrainerin, die hatten wir ja jetzt hier. In ihren Drachen-Pokémon. Das war ja schon immer echt interessant, ne? Und dann haben wir jetzt noch ein bisschen Hintergrundwissen erfahren. Worum geht's in der Delta-Episode? Ein Komet, der auf die Welt kracht und was weiß der Teufel was. Das verspricht noch spannend zu werden. Und deswegen würde ich sagen, Leute, wie gesagt, ne, wenn die Episode euch gefallen hat, bla bla bla, ihr wisst Bescheid. Und ansonsten haut da einmal's gut, bleibt schon fruchtig und ciao, euer Regi.